Servus, Grüezi und Hallo und Moin Moin. Hier ist euer HJ Hannover Marathonbotschafter Burkhard Kadu heute am Sonntag. Und Sanghe und ich, wir laufen heute ein bisschen in Achim durch die Felder und Wälder. Achim bei Bremen. Und was ich alles so zu berichten habe, das bleibt in diesem Video. Also kommt in diesem Video, bleibt bitte dran. Ich freue mich, euch gleich wiederzusehen. Yeah! Servus, Grüezi. Hallo und Moin Moin. Burkhard Hubakadu, euer HJ Hannover Marathonbotschafter 2019. Sanghe und ich, wir laufen durch die Felder und Wälder in Achim. Es ist minus 1,5 Grad. Es ist klirrend kalt, aber es ist unheimlich nett anzuschauen. Tolles Wetter, die Sonne strahlt, der Himmel ist blau. Da macht das Laufen Spaß. Ja, was gibt's sonst Neues? Lauftechnisch war ich auf keiner Veranstaltung dieses Wochenende. Aber ich habe jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch frei. Ich kann laufen gehen. Ich kann wieder mein Videoprojekt Essen gehen bei Kadu. Die Essensteste in Bremen fortführen. Also viel Bewegung trotzdem, dass ich freie Tage habe. Und wir sind guter Dinge. Meine Laufkilometer bis zum nächsten Marathon, jetzt nicht am 7. April den HAJ Hannover Marathon, für den ja dieser Vlog eigentlich ist, sondern ich ja im nächsten Monat mit meiner Tochter Susanne Sevilla laufen möchte. Ja, Kondition wird immer besser, auch wenn ich immer nur meine kleinen 5 Kilometer Runden mache oder mal 7 oder mal 10. Das geht schon irgendwie. Wichtig ist immer Race Day. Da muss es klappen, da muss es zünden. Hier müssen wir alle immer nur Spaß haben. Mit Sanghe, meiner Hündin, da dauern die Runden natürlich immer, weil das ist ja ein Teamsport, den wir machen. Sanghe und ich machen gemeinsame Laufrunden und ich passe mich ihr an, sie passt sich mir an. Das heißt, wenn sie irgendwelche Dates hat oder irgendwelche Geschäfte hat, ja, da muss ich ein bisschen Rücksicht nehmen. Oh ja, hier gehen wir mal hoch durch den Wald, das ist cool. Berg hoch durch den Wald. Da stehen so alte Gemäuer. Da denkt man, hu, was für geschichtsträchtige Grundmauern das sind, war aber nur ein Müllberg. Mal vor vielen Jahren hier in Achim. Aber die Sicht, einmalig, sag ich immer. Ja, ich hoffe, ihr kommt auch gut ins Laufen. Auch wenn es im Moment mal auf dem Sofa gemütlicher ist. Runter vom Sofa, rein in die Laufschuhe und einfach loslaufen. Egal. Wie weit, egal wie lang, Hauptsache man läuft. Ja, das war es soweit von mir. Morgen ist Montag, dann sehen wir uns wohl wieder. Ich habe ja ein bisschen Zeit. Und insofern wünsche ich euch ein erholsames Restwochenende. Heute Abend muss ich erstmal wieder Dschungel gucken, eine der Fernsehsendung. Okay, macht's gut, bis dann und tschüss. Yeah, komm, Sanghe. Servus, Grüezi und Hallo und Moin Moin, mein Name ist Burkhard Hubakadu, euer HAJ Hannover Marathonbotschafter, hier direkt aus Euthen. Heute ein kleines Update, ich bin zu Fuß unterwegs und muss ein bisschen was über den heutigen Tag erzählen, über die heutige Kleidung, denn heute ist der Jogginghosen-Day und was alles so ansteht, das seht ihr, wenn ihr dran bleibt. Alles klar, bis gleich im Cast. Yeah! Servus, Grüezi, Hallo und Moin Moin, hier Burkhard Kadu aus Euthen in meinem Laufvlog. Heute zu Fuß erstmal unterwegs mit meiner Hündin Zhang He und vor allen Dingen, yeah!
in Jogginghose. Heute ist er Tag der Jogginghose. Hashtag Lagerfeld. Wer in Jogginghose rumläuft, hat sein Leben nicht mehr unter Kontrolle. Das ist der Tag heute. Und ja, ganz viele Menschen feiern heute den Jogginghosentag. Ich weiß, so ein Schwachsinn. Aber wir müssen ja mit den Internettrends gehen und ich brauche immer ein bisschen Content und einen Grund, was zu erzählen zu haben. Ja, Jogginghosentag. Heute ist der große Jogginghosenlauf in Hannover. Ausgerichtet wird er von dem von Eichels Event. Auch die den Hannover Marathon organisieren. Und da sind ganz viele HAJ Hannover Marathon Botschafter heute am Start. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe. Lust hätte ich ja. Ja, mal gucken, wie der weitere Tag läuft. Sagen hier und ich haben noch ein paar Sachen zu erledigen. Ich muss noch das Video von gestern schneiden, mit dem von heute verknüpfen. Dann gibt es einen Laufvlog in 2 Tagen. Im Moment walk ich. Gestern bin ich wieder gelaufen. Aber es hat nur damit zu tun, dass mein Tag irgendwie so dicht getaktet ist. Ja, meine Videos gehen immer mehr voran, es wird immer runder, es macht immer mehr Spaß. Ich habe ein paar Studio-Setups mittlerweile aufgebaut, dass wir immer mal schwenken können. Meine Restaurant-Tests machen unheimlich Spaß. Eigentlich wollte ich heute noch essen gehen, habe aber heute noch keinen, der mich begleiten möchte. Also, ich weiß nicht, wie schnell das Ding hochgeladen ist, aber wenn ihr Lust habt, heute mit mir essen zu gehen, heute am Montag, dann meldet euch ruhig. Und ja, dann muss ich noch eine Geschichte erzählen. Hallo, runde Nummer. Und zwar streite ich mich gerade ein bisschen mit Vodafone Kabel Deutschland. Ich habe einmal einen Internetzugang liegen von der Telekom und einmal von Vodafone. Das habe ich damals mal gemacht, damit ich immer ein Setup habe, ein Backup, wenn eins nicht funktioniert. Jetzt streite ich mich gerade ein bisschen mit Vodafone. Und die haben mir in der vorletzten Woche den zugemacht, weil ich eine Lastschrift übersehen habe, beziehungsweise nicht aktiviert habe, als ich Kontowechsel hatte. Egal, alles nicht schlimm. Hab alles bezahlt, alles gut. Da haben die mir den Anschluss wieder aufgemacht. Problem ist, die schicken einem ja keine Post mehr, sondern das liegt dann in irgendeinem E-Mail-Fach. Und da ich so viele E-Mail-Adressen hatte, habe ich irgendwann die falsche angegeben. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, es ist alles bezahlt. Alles? Nicht alles. Bis auf einen kleinen Teil von sage und schreibe 10 Cent. Und wegen 10 Cent haben die mir heute Nacht wieder mein Vodafone-Kabel Deutschland, meine Smartcard deaktiviert. Ich gucke gar nicht mehr so viel Fernsehen, denn ich gucke meistens mittlerweile immer nur YouTube. Aber jetzt zieht euch das mal rein. Wegen 10 Cent. Ich da heute angerufen. Nein, können wir nicht, dürfen wir nicht, machen wir nicht. 10 Cent sind 10 Cent. Hallo, ich bin seit Jahren Kunde. Zahle meine Rechnung pünktlich. Wegen 10 Cent machen die mir das Ding zu. Eigentlich habe ich eins vor, aber ich habe so viel vor und kann es nicht umsetzen, dass ich einfach mal eben sagen, hier können. Entschuldigung. Dass ich einfach da mal anrufe und dann mal eben die Kamera mitlaufen lasse und sage, Achtung, nehmen Sie mein Gespräch auf? Gut, ich nehme Ihr Gespräch auch auf, zu Ihrer Kenntnisnahme. Und es kann sein, dass das öffentlich gesendet wird. Also, das wollen wir mal ausprobieren heute. Schaffe ich nicht. Jetzt überweise ich denen 1,99 Euro. Mal gucken, was die mit dem Überschuss machen. Aber zieht euch das mal rein, wegen 10 Cent. Jemanden, der seit Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, Kunde von Vodafone ist, ist ja nun alles Vodafone, Kabel Deutsche, alles eins. Und um mit denen zu reden, hängst du 7 Minuten in der Warteschleife. Die haben doch den Schuss nicht gehört. Kaum ist der erste Ruf raus, zack, hängst du in einem Kommunikationscomputer. Und 7 Minuten, genau 7 Minuten 25, bis ich einen Menschen dran hatte. Meine Lebenszeit, die ich in diesen Scheiß-Warteschleifen verbringe. Und das ist eine Sache, die mich schon, ja, die mich kennen, die wissen, dass ich auf Warteschleifen überhaupt nicht kann. Und dann immer echt wie angefressen reagiere. Ja, so, also das muss ich auch noch klären heute. Dann habe ich viele andere Sachen. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es heute Abend auf dem Eichels-Event in Hannover im Stadion beim Jogginghosenlauf mitzumachen. Dann lerne ich vielleicht mal ein paar andere HAJ Hannover Marathon-Botschafter kennen. Sagen hier und ich gehen erstmal frühstücken und wir genießen den Jogginghosentag. Yeah! Und ja, ich lade gleich erstmal hoch, um Content zu liefern, um im Algorithmus zu bleiben und immer jeden Tag muss was kommen. Nur so kann ich wachsen. Das sind alles die Lehren, die ich aus meinen Tutorials ziehe, die ich bei YouTube lerne, wie ich erfolgreich einen YouTube-Kanal hochziehe. Die Resonanzen hier in Leuten werden auch immer größer.
werde immer häufiger mit großen Augen angeguckt, weil die Leute mich einfach nicht einschätzen können. Und hey, oh, den habe ich schon mal gesehen. Nee, macht schon Spaß. Also bleibt dabei, kommt selber ins Laufen. Und ich wünsche euch einen tollen Tag. Vielleicht sehen wir uns heute Abend beim Jogginghosenlauf in Hannover, wenn ich es schaffe. Oder ich gehe essen, ich weiß es noch nicht. So ein Tag rennt immer schnell rum und wir sind ja mitten im Winter. Und wenn dann um 17 Uhr schon wieder der Tag vorbei ist, weil es dunkel wird, habe ich immer das Gefühl, ich schaffe gar nichts. So, zweiten Tag frei. Ich muss erst Donnerstag wieder arbeiten, also habe ich die Zeit einfach zu nutzen. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Viele Grüße hier aus Euthen in die Welt und in die Nachbarschaft. Alles gut, bis dann und tschüss. Dann kommt auf zum Bäcker. Yeah! Yeah!